Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Mal noch für euch abdrehen und zwar Unboxing von meinem Sponsor. Bestellung im Juni und diesmal sind ein paar Sachen mit auf jeden Fall dabei, die was ich bis jetzt noch nicht probiert habe und auf jeden Fall testen werde. Also wird nach dem Unboxing jetzt sozusagen Durchstand gleich weiterdrehen, aus dem Grund der Produktvielfalt diesmal, was ich mir bestellt habe, was ich bis jetzt halt noch nicht hatte. Und was und wieso, werdet ihr jetzt gleich sehen. Weil die einzelnen Reviews, die kommen ja immer extrem gut bei euch an, was ich bei mir auf dem Kanal immer laufen habe. Und von daher wird das natürlich weitergeführt. Weil das andere würde ja keinen Sinn machen. Warum soll ich was machen, was euch nicht Spaß macht? Und von daher fangen wir mal an. Jo, genau. Von Masse, Mutantmass und BCAAs von Nonne sind so die Sachen, was ich glaube ich schon ein Zimmer probiert habe. Das auf jeden Fall. Dann habe ich selber zwei Büchsen sogar hier, glaube ich. Also 2,5 Kilo ungefähr sein sollten. So, dann Shaker natürlich. Wie immer von meinem Sponsor, was mit dabei ist. Man kann echt nie genug Shaker haben. Ich habe so viele Shaker mittlerweile, aber ich habe sie immer irgendwie in Arbeit. Dann kommen wir schon zu den ersten. Gut eingepackt auf jeden Fall, finde ich geil. Wird immer nicht gespart, dass die Produkte wirklich unbeschadet ankommen bei einem. Und das sind zweimal Flavor Drops. Einmal glaube ich ist es von GOT7. Blueberry Muffin und einmal Butterkeks. Dazu wird auf jeden Fall ein Review kommen, weil ich ja jetzt, sag ich mal, in den sauberen Aufbau gegangen bin jetzt wieder. Und nach dem sauberen Aufbau dann in die Diät gehe. Und das wird dann alles in dem Projekt, alles auf Anfang dann, was ich schon mal angekündigt hatte jetzt im Anfang Juni, wird das dann alles im Zusammenhang haben. Ich werde dann nochmal extra drauf eingehen jeweils, wird auch nochmal ein separates Video dazu kommen und wie gesagt, dürft ihr auch gespannt sein. So. Dann haben wir noch was Leckeres, was ich mega geil finde. Peanut Butter mit Zimt. Auch mega geil von der Werte jetzt her. Früh mal zum Aufstrich mit und so. Auch mega cool. Wie gesagt, ich habe diesmal nicht euch so viel Bimsbams bestellt, sondern wirklich Zeug, was direkt gebraucht wird jetzt demnächst. So, dann haben wir noch einmal das, worauf ich auf jeden Fall noch mal ein Video machen werde. Das wird auch, ich denke mal, das Video hier wird am Freitag rauskommen und das Video zu dem Fruity Way, weil mich das extrem interessiert, wie das ist. Wird darauf folgenden Montag dann sofort kommen. Müsste dann theoretisch der am 22. Juni. Fruity Way bin ich extrem gespannt, was das sein wird. So, dann kommen wir zum nächsten Liquid, was ich auch gerne immer mal mitnehme. Wisst ihr ja, hatte ich glaube ich auch schon mal ein Review. Ne, ein Einzelreview hatte ich auch noch nicht drüber gemacht. Ich habe das mal auf Instagram, glaube ich, einen Beitrag dazu gemacht. Das weiß ich, was ich jetzt aus dem Kopf jetzt auf jeden Fall weiß. So, dann haben wir einmal Cluster Backstream. Und ich glaube, mein Sponsor hat mir dann noch ein Cluster Backstream mit reingeballert, ja. Und dann noch zweimal Cluster Backstream. Genau. Cluster Dextrin kann ich immer wieder jetzt sagen, ich habe es super vertragen bis jetzt noch, also ich nehme das jetzt fast schon über einen Monat. Braucht ihr euch echt den Kopf drüber machen. Meine Katze spielt gerade hier mit so einem kleinen Ding, deswegen habe ich gerade weggeguckt. Und Cluster Dextrin ist einfach Bombe, finde ich mega geil, muss man wirklich so sagen.
Und im Aufbau, und gerade im sauren Aufbau, wurde dann wirklich Kohlenhydrate mit draus, aber nicht so viel Fett. Also ich mache momentan, das ist auch nicht mal kurz, High Carb und Low Fat und Proteine ganz normal. Und von daher seid gespannt auf die nächsten Videos, auf die Produktreviews, was die nächste dazu kommen werden. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video. Haut rein, mein Lieben. Ciao, euer Mimi.